Moin erstmal. Ja, wir sind hier heute mal am. Oha, oha. Ah, da hätte ich mal auf die Bremse treten sollen. Wir sind hier heute mal am Ballenladen. Direkt beim Minustart erstmal ein bisschen gelost. Müssen wir erstmal den Ballen hier einfangen, dass der uns nicht abdonnert. So. So ein bisschen Ballen kicken ist ja mal ganz lustig. Ja, ich habe mir gedacht, Autoload kann jeder. Ich probiere das mal hier mit dem. Mit dem Fiat. So, das Ganze mache ich normalerweise über die Tastatur. Da kann ich mich richtig gut eigentlich schon mit um. Und diesmal muss ich das allerdings mit der Maus machen, weil der Fiat hier ein kleines Problem hat mit der Frontladersteuerung und der Tastatur. Das mag der irgendwie nicht. Und deshalb müssen wir da ein bisschen anders vorgehen. Ja, ich wollte jetzt auch erstmal gucken, dass ich bisschen konzentrieren, dass ich mit den Ballen, die ich hier jetzt auf den kleinen Anhänger bastel, dass ich da erstmal die Schafe mitfüttere. Haben wir hier auch noch welche Linie? Ja, dass die als Grasballen erstmal in die Verwendung kommen. Meine Güte, ich habe hier echt viele Ballen diesmal. Das ist Wahnsinn. Ich habe ja das eine Feld zugepachtet. Die 54 müsste das sein. Ja, die 54, die habe ich zugepachtet. Und allein auf der 54 waren, wenn ich nicht ganz falsch liege, müssen wir in meiner Presse gucken, aber da waren 55 Ballen drauf. Ich habe insgesamt etwas über 80 Ballen hier jetzt. Das heißt also, wenn wir die dann auch noch zur Silage machen, dann wird das richtig spannend. Mal ein bisschen randrücken. Trecker hängt schon in der Luft. Ballen ist drauf. Die werden nachher schön festgekurtet und dann sollte das eigentlich auch reibungslos klappen, dass wir die zu den Schafen bringen. Und apropos Schafe, wer Bock hat, ich habe ein Tutorial gemacht, wo ich die Wassermenge im Wasserbottich für die Schafe erhöhe. Das könnt ihr euch mal angucken, wer Bock hat, da tätig zu werden, der kann da gerne mal schauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen sinnig erklärt. Guckt da gerne mal auf meinem Kanal vorbei und dann schaut euch das gerne mal an. Und so schwer ist das nicht. Das ist also, wenn man so ein bisschen vorsichtig mit Muße da rangeht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ein klein bisschen nach vorne. Dadurch, dass ich das mit der Maus mache, ist das ein bisschen schwieriger. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Funktioniert soweit ganz gut. Ein bisschen runter. Da ist er. Ja, funktioniert aber echt gut, muss ich sagen. Also hatte ich schlimmer erwartet. So, wollen wir uns mal hier ein bisschen anstellen. So drücken wir ihn weg. Ist immer ganz putzig, man berührt ihn meistens gar nicht so wirklich, den jetzt doch. Aber
Der ist auch ein bisschen schief aufgespießt. Aber packen wir schon. Kein Problem. In der Ruhe liegt die Kraft. Bisschen. Kann man schon runterlassen. Ein bisschen ankippen. So, da liegt jetzt erstmal keiner mehr. Hinter uns liegt auch keiner mehr. Guck denn. Gucken wir mal, dass wir da unten noch ein paar kriegen. Noch ein bisschen zu reinrudeln. Schon geht das. Jetzt haben wir zwei aufgespießt. Machen wir damit klar kommen. Auf jeden Fall hat er gut zu arbeiten, der kleine Fiat. Das war doch fast professionell. So, ich glaube, bevor mir der ganze Scheiß jetzt umkippt, werde ich dann mal eben anhängen. Mache es auf die einfache Art und Weise. Ich könnte auch die Gurte richtig festmachen, aber ich mach's mal so, weil ich den Anhänger jetzt auch eben einmal mit nach unten ziehen will. Obwohl, ja doch, ich zieh den einmal um. So, das sind jetzt, was sind das? Das sind 5? 7. 7. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, also ich habe hier über 80 Ballen. Ne? Die müsste ich also dann auch noch wickeln. Ne? Ich muss ja ein paar muss ich ja dann auch wieder zur Silage machen, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Ja, komm her, du Lump. Weg, dann können wir schon besser gucken. Okay. So, jetzt. Ich gucke eigentlich lieber von der rechten Seite. Aber hier haben wir, glaube ich, relativ wenig Chance. Hier müssen wir von links angreifen. So. Na, lässt du wohl los, Schweinebande. Geht doch. Na, jetzt haben wir den Gurt natürlich da noch zwischen, aber das ist halt LS-like. So, halt mal an. Da ist noch einer. Geht eigentlich
auch ganz geil mit der Maus, muss ich sagen. Klar, ist jetzt wahrscheinlich zum Zugucken ein bisschen spannend, weil dann so ein bisschen schlecht wird, würde ich mal sagen, weil die Mausbewegungen, die ich hier drauf habe, die sind doch ein bisschen hart. Das Ganze auch noch ohne Brille. Ich setze mal die Brille auf, vielleicht wird es dann besser. Ja, macht Spaß. Also ihr merkt das, das ist mal was ganz anderes. Also Autoload, wie gesagt, das ist ja, ne, kann ja echt jeder, aber hier so ein paar Ballen aufladen mit der Pike. Na komm. Wo sind wir denn? Noch ein bisschen höher. Auf bis ran. Zack, runter und raus. Ja, das kann. Das weiß nicht, da gehört schon ein bisschen Übung zu. Muss man schon mal gemacht haben. Und finde ich, ist auch noch was anderes, als dann nur in dem Meer fahren, die Ballen so zack, zack, zack aufsammeln. Das ist. Muss man auch mal so machen. Da kann jetzt noch einer einzeln rauf. Das heißt, ich muss mich hier tatsächlich an den einen ranwuseln, sonst hätte ich zwei mitgenommen. Muss wieder von links gucken. Mag ich ja nicht so gerne. So, dann wollen wir mal. Ja. Mal was Unkonventionelles. War das auf der Frühling habe ich das auch gemacht, da habe ich dann noch einen in die Mitte oben drauf gelegt, ne? Da hatte ich dann auf einer Seite 6 Ballen statt 5. Aber man kann da wirklich fein mit justieren. Das ist wirklich cool, dass es so im LS so geht. Macht Laune. Ich weiß nicht, ob ich alle 80 Ballen so aufladen möchte, aber 10 haben wir schon mal, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 24.500 Liter, das sind ja 5 pro Seite. Wir können auch nochmal hier die Spanngurte einmal dran machen. 5 pro Seite, jetzt haben wir 35.000 Liter, ne? Das sind 10 Stück, a 3.500. Das ist schon mal eine ganz schöne Summe. So, jetzt bin ich einmal kurz hier aus dem Kram raus. Muss einmal rüber switchen. 13 Minuten haben wir. Na, bleibst du wohl weg. Was ich auch ganz okay finde. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt nochmal mit zu den Schäfchen. Dann können wir da nochmal gucken, wie da der Stand der Dinge ist. Nehmen wir mal die. Meine Güte, der ist immer echt gut in Gang. Muss ich echt aufpassen jetzt. Hier habe ich so einen kleinen. Ja, mein Gut, da sind Spanngurte dran. Sonst wäre das jetzt echt kritisch. Ja, können wir mal gucken, wie es bei den Schafen aussieht. Die haben, glaube ich, auch schon wieder Durst. Oh. Ja, schwerfällig. Er hat gut zu tun. Kommt nicht so recht in Gang. Aber ist auch kein Wunder. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt so auf der Straße unterwegs wäre in Deutschland, würde man wahrscheinlich eher nachts fahren müssen. Und ohne Licht, weil wenn sonst die Jungs mit der Minna kommen, dann hat man, glaube ich, verloren. Dann müssen wir dann, glaube ich, nochmal neu laden.
Aber für den Anfang im LS ist das hier so mit Mausladen schon gar nicht so schlecht, wie ich finde. Sollen wir langsam abbremsen, bevor wir hier durch den Kreisel ballern. Und jetzt merken wir, wie er richtig hingeht. Hoffentlich kommen wir oben an. Ja, umschalten. Ja, trotz 180 PS, ne, da muss er mal ein bisschen, muss er mit dem Backen pusten, ne? Das ist, jetzt sehen wir mal, da hängt irgendwas fest, das wird der Anhänger nicht, und wir sind noch nicht oben, also, es wird spannend, mal gucken, wie er da gleich pustet. Aber das ist geil, oder? Also ich finde das... Können wir direkt mal ein Bildchen von machen, oder? Zack. Durchdrehende Vorderräder, guckt euch das an, ey. Ja. Ja. Herrlich. Ja, das Schaf muss jetzt dran glauben. Da kann ich jetzt nicht anhalten. Ach, das macht doch Spaß. Das ist doch echt. Das ist doch echt klasse. Ja, es gibt was zu fressen. Komm ruhig angerannt. Mann, Mann, Mann. Also das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Man merkt das, glaube ich. Das fand ich, ja, das fand ich mal richtig cool. So, jetzt machen wir mal hier mal einen Mitteltrick 17, weil Abladen ist, glaube ich, dann kritisch. Ich hoffe, jetzt haben wir nicht gleich Ballenbowling. Das passiert nämlich auch ganz gerne mal, wenn man jetzt auf B drückt. Autoload abschalten. Ah, hat Big Bags drauf, ne? Dann muss ich sowieso erstmal umschalten. Autoload abschalten. Und dann muss ich, glaube ich, nochmal SL drücken. Abladeseite links. Er hat was von 10 drin, aber er sagt mir nicht, was er hat. Steuerung Y geht nicht. Das geht auch nicht. Bei U sagt er Abladeseite links. Vielleicht hat er das auch erkannt. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke jetzt mal auf Taste I. Mal gucken, was passiert. Okay, er hat einen Ballen umgedreht. Kann man machen. Das ist merkwürdig. Autonot einschalten, Autonot abschalten. Ja, da ist irgendwie... der Wurm drin, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall hat es bis hierhin richtig, richtig Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. So. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das kann natürlich auch am Trecker liegen. Aber ich meine, ich habe das auch schon so hingekriegt. Das ist die Abladeseite mit der Taste U und hier kann man dann eben abladen, aber da sagt er Big Bags abladen. Und wenn ich... War das denn Z? Nö, Z war das auch nicht. Dann gehen wir doch mal in die Tastatureinstellungen, damit wir da einmal sicher sind. So. Autoload. Palettenautoloader Spezial. So. Ladegut ändern. Y. Ja, habe ich gedrückt. Hat er gesagt, mache ich nicht. Y. Da ist er ein bisschen pissig gerade, weil ich die einfach so aufgeladen habe. Na gut. Da hat er auch nur noch 31,5. Es ist, wie es ist. Dann kuppeln wir mal ab. Das ändert nichts.
Vielleicht mag er auch das Gewicht nicht, ich habe keine Ahnung. Aber dann müssen wir eben mal schauen, dass wir das nochmal ablegen. Knifflige Sache. Also da verstehe ich manchmal den Autolohn nicht. So, jetzt habe ich den Baum natürlich vor der Nase. Probleme über Probleme, ey. Meine Güte. Aber ich finde das auch geil, dass man die Sachen so einfach ausprobieren kann. Ach ja, da ändert sich auch nichts. Deaktivieren, Steuerung rechts. Steuerung rechts und J. Ändert auch nichts. Nee, da ist er halt einfach gerade ein bisschen unentspannt. Okay, dann greifen wir hier in die Trickkiste. Die haben wir ja auch noch. Nee, nicht in die Trickkiste, sondern in die andere. Ach, die Superstärke ist an. Das ist ja. Das ist ja der Wahnsinn. Weil dann müssen wir hier einmal gucken. Nicht, dass wir hier tatsächlich nachher noch Ballenbowling haben. Guck mal, den nimmt er schon mal gar nicht. Da muss also irgendwas haken. Die kleben irgendwie zusammen. Oder was ist das? Na gut. Ich werde dich mal eben per Hand justieren und dann bekommen wir das auch hin. Vier. Mann, gut, ich habe heute meinen Spinat gegessen, sonst würde das gar nicht gehen. Stellt euch mal vor, ich hätte den Spinat vergessen. Unglaublich. Oh. Tägliche Ration Spinat muss der Bauer haben, sonst fehlt am Ende in bestimmten Situationen einfach die Kraft. Hoffentlich muss ich den Anhänger jetzt nicht noch zurücksetzen. Das wäre echt ein Drama. So, what walk we do? Da kann ich nichts anfassen. Da sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Er sagt Big Bags. Er erkennt es als Big Bag. Und lädt nicht ab. Okay. Sind wir da mal raus? Jetzt haben wir einen fliegenden Ballen. Also, ja. Ich würde sagen, des Rätsels Lösung verschieben wir auf das nächste Video. Ich habe irre Spaß gehabt beim Laden bis jetzt, muss ich sagen. Und ich habe auch Spaß gehabt bei der Fahrt hierher. Das hier war jetzt ein bisschen merkwürdig am Schluss. Wie gesagt, gut, dass der Spinat gereicht hat für heute. Die Schafe gucken auch schon ein bisschen pikiert, genau wie ich. Bin gespannt, wie wir das auflösen werden. Aber wir werden einen Weg finden, da bin ich sicher. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wer mag, lässt gern ein Däumchen da bei dieser doch lustigen, spannenden
Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Und habt Spaß. Tschüss. Halt, stopp. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Also, was habe ich gemacht? Ich habe das Spiel beendet, nachdem ich es natürlich gespeichert habe. Und dann habe ich einfach den Spielstand nochmal neu geladen. Danach war das Thema erledigt. Ich konnte den Ballen jetzt einfach wieder mit Popeye-Stärke aufnehmen und ihn einfach hier mit in die Wand, unter der Wand, unter der Brücke aufreihen, so dass der da einigermaßen trocken liegt. Wir haben also hier ein bisschen Futter noch für die Schafe und von daher ist alles gut. Hier liegt noch immer ein bisschen Chaos, die werden jetzt ja nach und nach wahrscheinlich verschwinden. Aber so haben wir jetzt erstmal das Problem beseitigt und mal gucken, was wir im nächsten Video dann produzieren werden. Es wird spannend und es wird garantiert auch wieder, die ein oder andere Katastrophe werden. Wir werden sehen. Bis bald. Tschüss.